Hallo, hier sind die Hausis Tanja Thorsten. und Ritter Enterich. Und wir haben heute wieder ein kleines Unboxing. Diesmal habe ich was bestellt. Ich bin unschuldig. Ja, du bist unschuldig. Und diesmal ist es kein Spiel. Und Nicht? nein, es ist kein Spiel. Es ist was, es ist Skandal. was zum Essen, aber was wir auch lieben und was wir normalerweise uns immer auf Mittelaltermärkten besorgen. Oder halt, ja, jetzt haben wir es mal wieder online bestellt. Und ja, was da drin ist, das zeigen wir euch jetzt natürlich. Dann bleibt dran. Ja, dann packen wir doch mal aus. Dann leg mal los, was du da bestellt hast. Genau, ich habe was zum Mampfen bestellt. Damit wir auch, ja, na, ich habe nicht gehamstert, aber ich habe so ein bisschen halt gekauft, weil da war, die hatten jetzt ein Märzangebot, weil natürlich, wie bei anderen auch, die haben alle ihre Probleme, weil die Messen alle abgesagt haben. Mal. Hä? Geht das nicht so? Das ist so ein Karton, wo man Eigentlich hochheben muss, ja, ich genau. weiß. Ah, jetzt hat er. Geht's? Ja. Na gut. Da ist die Rechnung. Ist nämlich nicht gesponsert, ist gekauft. Ne? Muss man dazu sagen. Ah ja. Zwei Genau. große, drei kleine Gläser. Ja, genau. Machen wir ein bisschen Platz, dass Ritter Machen wir ein endlich bisschen auch gucken Platz. kann. Und zwar einmal hier Kakao in Honig. Ist einer meiner Lieblingssorten. Das nehme ich morgens immer gerne mal ab und zu, vor allen Dingen sonntags, wenn wir frühstücken und dann auf mein süßes Stütchen. Da schmeckt das immer ganz lecker. Nach einer langen Spielenacht vorher. Genau. Und das ist halt eine leckere Alternative zu dem ganzen Nutella. Ich wollte jetzt schon sagen, Mist, aber zu dem ganzen Nutella, was man ja nicht mehr so gerne isst, oder zumindest wir, weil durch den So, hast du ganzen direkt drei Palmöl und so. bestellt? Ich habe dreimal, genau, dreimal das, den Honig, Kakao in Honig bestellt. Genau. Und dann haben wir noch hier, das hörte sich auch lecker an. Ich glaube, die haben wir noch nicht Nee, probiert. den haben wir noch nicht in der Sorte geprobiert. Obstblüten-Himbeerhonig. Das hört sich auch so ein bisschen süßlich an. Also das klingt auf jeden Fall Ja. interessant. Nektar von Himbeeren, Äpfeln und Kirschblüten gesammelt. Bin gespannt. Ja, ich bin auch gespannt. Und dann haben wir noch den Honig. Das ist ein Sommerblütenhonig. Und ja, da bin ich auch gespannt, wie der schmecken wird. Wie der jetzt ist. Ich habe einfach ausgesucht. Ich glaube, den haben wir auch noch nicht probiert, ne? Nee, die haben wir beide Ne, noch die haben nicht wir beide gehabt. noch nicht. Also wir haben ja ein paar Gläser noch im Schrank, die auch im Anbruch sind. Aber sowas hält sich ja dann auch länger. Und ja, wir werden das mal, die beiden mal in Ruhe probieren. Die kenne ich ja schon. Und ja, wie gesagt, das ist jetzt kein gesponserter Beitrag. Also das habe ich selber gekauft und weil ich da gerne bestelle oder kaufe. Am liebsten, wenn wir den auf dem Markt sehen, ne? Ja, genau. Aber ist ja jetzt im Moment leider durch diesen ganzen Krankheitsverlauf im Land. In der Welt ist das ja leider im Moment nicht möglich, dass man da vor Ort kaufen kann. Aber man hat ja die Adresse und Versand ging sehr schnell, geht immer nach Zahlungseingang. Nach ein paar Tagen ist das dann bei ein. Also das geht ruckzuck. Die sind ganz flink. Und ja, das war's für heute. Sollten wir eigentlich eine kleine oder sollten wir noch eine Verköstigung machen, das ausprobieren? Nee, das macht man nicht, oder? Macht man das auch? Ja, dann müsste man ja schon wieder eine Facecam haben, die wir jetzt gerade nicht anhaben. Die haben wir gerade nicht an. Ja, okay. Wenn es euch interessiert, könnt ihr ja mal Kommentare machen, dann machen wir es gerne nochmal. Genau, dann machen wir das nochmal und probieren dabei zusammen. Ich weiß ja nicht, ob ihr mal sehen wollt, was für Honigsorten wir in unserem Schrank haben. Vielleicht interessiert es euch und ja, ich sag tschüss und Thorsten, du auch? Ja, natürlich. Okay, wir sagen tschüss, die Hause ist Tanja Thorsten. und Ritter Enterich. Ach ja. Den Link setze ich euch natürlich unten in die Infobox, falls ihr da auch mal bestellen wollt. Versuch Tschüss! allemal wert. Tschüss. Das nehme ich morgens gerne zum Aufschnitt. Cut. Zum Aber kein. Aufschnitt. Ja.